Hallo zusammen, wir haben hier ein Wohnwagen Drehschemmel-Anhänger von Bimobil. Hier war ursprünglich ein Absorberkühlschrank drin und dieser Kühlschrank haben wir ersetzt oder von diesem Händler mit einem Kompressorkühlschrank. Wir sind jetzt hier in diesem Wohnmobil. Hier ist ein Kühlschrank drin, ein Wemo 1500N. Und wir haben das Problem, dass dieser Kühlschrank angeblich unregelmäßig kühlt. Wir haben oben das Tiefgefrierfach. Hier innen drin ist ein Temperaturlogger vom Kunden. Und wir haben unten drin Tablare wieder reinschieben. Und zweite Tablare reinschieben. Wie ihr seht, haben wir hier auch zwei Temperaturlogger drin. Dieser Kunde sagt, das Gerät kühlt unregelmäßig. Wenn wir dieses Auszug wieder rausnehmen, sehen wir, da hinten wurde eine Sonde eingezogen. Das heißt, der mechanische Thermostat, der original hier unten sitzt, ist abgehängt. Und provisorisch hier im Kasten ist diese Temperaturanzeige. Die hat momentan eine aktuelle Temperatur von 12 Grad. Wir haben hier relativ eine lange Leitung, weil wir noch nicht ganz genau wissen, wo dieser Thermometer hier kommt. So haben wir eine Anzeige, die Temperatur anzeigt. Wir können hier über Set zweimal drücken. Ist jetzt das auf minus 30 Grad eingestellt. Das ist sehr kalt. Wir gehen hier hoch auf ich sag mal plus 5 Grad normale Kühlschranktemperatur. So läuft dieser Kühlschrank runter bis 5 Grad, geht bei 5 Grad aus, 1 Grad hoch auf 6 Grad und schaltet wieder ein. Nachrüstung eines Digitalthermostaten, eigentlich ganz einfach.